Buenas noches, Jungfrau Virgo und liebes Gegenüber. Herzlich willkommen zum zweiten Reading im Juli. Vom 13.07. bis zum 28.07. ungefähr. Die abnehmende Mondphase ist es jetzt. Wie hat so für dich der Vollmond reingeknallt? Würde mich mal wirklich interessieren. Ich habe von vielen jetzt sehr extrem viele krasse Sachen, die aufgingen oder sich herausgestellt haben oder spirituelle Verbindung zu oben. Ja, kann ich auch ein Lied von singen. Ich habe das Gefühl, das Universum ist so bam, 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 bam. Und ich bin schon so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ja, chill. So viel Spam kriege ich nicht mal in meinem E-Mail-Fach. Aber ist auch geil. Also Dankeschön. Und ganz wichtig, Dankbarkeit, dass wir empfangen dürfen. Ich schaue hier, ja, für dich und dein Gegenüber mit einem astrologischen Tarot, kläre dann aber die beiden Seiten von dir und deinem Gegenüber mit einem klassischen Tarot noch auf. Da kann man ein bisschen besser reinstalken. Ich gucke aktuelle Energie, Gegenwart und was dich so in der Zukunft erwartet oder euch beiden. Dann bekommt ihr noch eine Karte, was das Universum sagt, so ein gesunder Weg, den ihr so zusammen gehen könnt. Und welchen Weg ihr auch einschlagen könnt, aber wo das Universum dann sagt, ja, dann macht, was ihr wollt. Dreht da vielleicht nochmal eine Runde im Rad. Hamsterrad. Aber wir sind ja alle freie Menschen, gell, und können selber entscheiden. Dann fange ich auch mal direkt an. Also ganz wichtig für mich inzwischen, hör immer auf deine Seele, auf deine Intuition. Lass dich nicht, wenn ich hier irgendwas sage und du merkst, das passt nicht mit deiner Situation, dann ist deine Intuition richtig, ja? Dann ist vielleicht ein kleiner Impuls dabei oder dann vielleicht nächstes Mal oder in einem anderen Reading. Du kriegst jetzt von mir hier noch eine Seelenkarte, was diese Verbindung, was deine Seele mit dieser Verbindung möchte, sag ich mal so gerne. Zum Anfang, als Überschrift sozusagen. Ich weiß nicht warum, aber die hier will. Das Auseinanderbrechen. Woran hältst du fest? Also diese Karten sind hart über Blending. Ich mache mal meinen Bildschirm dunkler, vielleicht geht's dann. So, das Auseinanderbrechen. Woran hältst du fest? Ja, das könnten jetzt natürlich Ängste sein oder Erfahrungen, die man durchgemacht hat. So, man schützt sich, ne? So ein bisschen, so klingt das. Was vielleicht einen aber nicht weiter voranbringt. Das wirst du gut wissen. Unterm Deck haben wir Erwachen. Energischer. Ich habe es heute mit der Sprache, sorry. Noch nicht so viel geredet heute. Energetische Aufwertung. Eine neue Art des Seins. Integration. Ja, loslassen finde ich es auch nicht so. Gerade als Jungfrau, ich habe die ja im Mond. Ich starte jetzt auch direkt für dich und dein Gegenüber. Was bei euch beiden Hübschen so los ist. Gerade als Jungfrau möchte man ja immer so alles strukturieren, ordentlich wissen, wo was ist. Nicht so Überraschungen und... Ich kann das sehr gut verstehen. Und so ein Loslassen ist manchmal echt nicht so geil. Was heißt nicht so geil? Ich muss sagen, wow, bei dir nur Erde. Mal gespannt, was da bei deinem Gegenüber ab. Ihr habt richtig viel Feuer und Erde. Erdenergie, Feuerenergie ist Handeln, Aktion, Impuls, Loslegen, Machen. Und Erde ist so eigentlich sehr stabile Energie. Da ein bisschen Kommunikation sehe ich, aber nicht viel. Momentan nicht so viel. Hauptenergie zwischen euch beiden habe ich hier Neptun. Planetenenergie kommt immer von außen auf einen zu. Und der Neptun, so wie ich ihn jetzt inzwischen
richtig begreife, ist, ja, der zeigt dir Sachen, die man irgendwo intuitiv fühlt. Und das Außen ist komplett anders. Und das ist so der Test. Hast du jetzt Angst? Hast du Angst? So fragt mich Neptun immer, hast du Angst? Oder traust du dich, diese Angst zu überwinden, weil du tief in deine Inneren an deinen Glauben glaubst? Also sagen wir mal, Jesus hat ja jetzt nicht gesagt, ich gründe jetzt den Christentum, aber der ist so seinem Glauben treu geblieben, egal wie krass das im Außen war. Der hat an was geglaubt, der wusste, dass das, was da innerlich in ihm spricht, egal was da im Außen ist, die Wahrheit ist. Und heute ist er der bekannteste Mann ever. Hat er richtig aufs richtige Pferd gesetzt. Und Neptun ist genau diese Energie, ja, die dich so testet. Ob du dann sagst, boah, nee, davor habe ich Angst. Und dann steigert man sich ja gerne mit Gedanken rein und macht sich das richtig schön kaputt. Und dann gehen Wünsche nicht mehr in Erfüllung, wenn man die Hoffnung aufgegeben hat. Ja, Neptun, die Illusion, die Träume, das Spirituelle. Der Tester nenne ich ihn inzwischen. In der aktuellen Energie bei euch. Aber da will was bei dir auseinanderbrechen. Aktuell, fünfte Haus, Sonne und Vollos. Also ich sehe bei euch beiden, fünfte Haus gehört auch zur Sonne. Häuser sind immer Energien. Man weiß, man soll da reinkommen, ist da aber noch nicht drin. Eventuell weiß man nicht, wie man reinkommen soll oder es fällt einem schwer. Oder da sind noch Blockaden oder Ängste oder man hat mega viel zu tun und lässt sich die ganze Zeit sozusagen von dieser Energie ablenken. Aber man will da schon rein. Das ist einem schon bewusst, dass man das mit Spaß hier, das Ganze eigentlich angehen sollte. Und von außen kommt auch Sonnenenergie. Also das könnte jetzt einmal sein, dass wenn ihr darüber nachdenkt, dass es dann so ein Gefühl in euch auslöst von Freude, weil das ein Planet ist und die Energien von euch beiden. Es kann aber auch sein, dass du dein Gegenüber so wahrnimmst, liebe Jungfrau. Dass das so ein Strahlemensch ist, so selbstbewusst. Das kann es auch sein. Oder ihr wollt beide gerne in diese Sonnenenergie gehen und seht die voraus, ja auch mit dem fünften Haus. Und diese Themen beleuchten so die Heilung mit dem Du. Man braucht so eine Idee. Irgendwie oft kommt sowas in Gesprächen, wenn man miteinander redet. Ah, darum geht's. Okay. Da habe ich vorher gar nicht so gesehen, zum Beispiel. Oder man guckt ein Reading, da wird was, ach, ist krass, das hab ich, jetzt habe ich es erst gecheckt. Oder man liest irgendein Buch über sich selbst und merkt dann, ach, deswegen war das. Also Pholos beleuchtet oder kommt der Komet, um einen sozusagen darauf aufmerksam zu machen. Geht auch auf die Haut, Allergien, Nierenschweiß, Talgdrüsen, dafür steht der Pholos auch. Falls du merkst, du hast was damit, dann bitte klären. Drum kümmern. In der Gegenwart haben wir Widder, Merkur und Steinbock. Feuer, Luft, Erde. Gut, dass wir hier noch Erde haben. Widderenergie. Sehr impulsmäßig, männliche Ruheenergie. Aber auch so der Pionier des Handelns und Machens, der fackelt halt nicht lange, der sagt, ja, ich habe mein Ziel, da gehe ich jetzt hin, fertig. Kann sehr aggressiv, aber auch unfeurig wirken und manchmal auch zu schnell Entscheidungen treffen. Ja, dann jetzt nicht, so, zum Beispiel. Oder dann regt den Widder was auf und dann geht die Flamme halt direkt an. So. Und es ging hier um Kommunikation. Also irgendwie ist hier jemand sehr feurig. Und von außen kam Kommunikation auf dich zu. Also es kann sein, dass dein Gegenüber hier Widder vielleicht ist oder Widder Anteile hat im Horoskop, mit dir gesprochen hat, sehr feurig. Und dass man dann hier mit dem Steinbock, was ja komplett eigentlich das Gegensatz ist, sehr fleißig, sehr zäh, sieht sein Ziel in der Zukunft, ist emotionslos, hat seine Regeln. Und der Widder ist zum Beispiel voll der Freigeist. Wir haben so zwei Gegensätze miteinander gesprochen. Ich sehe auch so ein bisschen, dass man das so ein bisschen abgeblockt hat. Kann natürlich auch sein, dass ihr beide sehr feurig gesprochen habt und dann am Ende sozusagen ein bisschen, ja, okay, dann habe ich hier meine Regeln und du hast deine Regeln und du machst, was du willst und ich mache, was ich will.
Könnte auch gut sein. Ich sehe den Steinbock, obwohl du keine Steinbock-Energie hast, Jungfrau, auf deiner Seite, zu ich ja jetzt komme, aber du hast nur Erde, ein bisschen von deiner Seite aus. Und bei deinem Gegenüber habe ich das erste Haus, was zum Widder gehört. Also ich glaube, dein Gegenüber war da sehr feurig. Und die Kommunikation kam auch von außen. Und es sind Nachrichten und Wahrheiten, die gesprochen worden sind. Und du warst da sehr geerdet, aber auch sehr in deinem. Ja, bei dir. Stier, zweite Haus und Merkur. Finde ich ein bisschen witzig, weil das zweite Haus gehört zum Stier. Und du warst, ich sehe das so, du warst schon so, ja, ich will das genießen, ich habe das, diese Verbindung, eher sicher. Hat zu meinem Wert gehört, so wie ich das jetzt habe, passt das. Das hat sich aber irgendwie aufgelöst. Auf einmal muss man jetzt hier wieder neue Werteverständnisse definieren. Also sozusagen ein Schritt zurück, nicht mehr vom Besitzen und Genießen in den Schritt zurück, okay, was will ich überhaupt genießen? Was brauche ich, um mein Leben zu sichern? Weil von außen hier auch wieder auf dich, liebe Jungfrau, das ist dein Planet und deine Energie, Jungfrau-Energie zukam. So analysieren, die Analyse, das Nachdenken, wo kann man mit was gut zusammenarbeiten, was gibt eine gute Energie, was nicht, wo ist es noch gesund und wo ist es nicht mehr gesund? Das kam hier von, oder ist auf dich zugekommen oder kommt noch auf dich zu oder siehst du, dass das da ist? Also ich sehe hier schon, erst war man schon so ein bisschen sicher, was man da genießt. Das ist irgendwie wahrscheinlich hier über das feurige Gespräch. So ein bisschen hat sich das für dich aufgelöst. Und jetzt merkst du so, okay, mein Gegenüber analysiert ja das ziemlich stark, diese ganze Situation, und zeigt mir das auch. Ist sehr in der Analyse. Und das Krasse ist, ich sehe auch bei deinem Gegenüber die Jungfrau-Energie. Was hat man dir hier? Also du weißt, dass das sozusagen dein, ja, nichts mehr nur mit Feuer. Sorry. Also bei deinem Gegenüber haben wir Lilith, erste Haus und Jungfrau. Also Lilith ist ja sehr leidenschaftlich, sehr temperamentvoll, nimmt sich, was sie braucht. Biebt auch auf gesellschaftliche Regeln, die ist da so ein bisschen freier, unabhängig. Die sagt aber auch klipp und klar, was sie will und was sie halt nicht will. Da stecken zwar auch so Sachen drin, dass man tiefe Gefühle eventuell unterdrückt. Da müsste man dann drüber nachdenken, was da los ist. Mal schauen, warum man das macht. Weil hier geht es irgendwie bei deinem Gegenüber da darum, in die Einzigartigkeit zu kommen, in die eigene Identität zu kommen. Und da ist dein Gegenüber noch nicht richtig drin. Kann auch sein, dass dein Gegenüber merkt, irgendwie mit dieser Verbindung komme ich da nicht richtig rein. In diese Ich, wie ich wirklich bin, was ich bin, was ich zeige, sowas, wie ich in die Welt trete. Und ist jetzt zu dir so ein bisschen in der Jungfrau-Energie. Also sehr analytisch. Denkt nach, guckt, was wirklich da gesund ist und was nicht gesund ist. Und was dann da halt so von außen auf sie zukommt. Oder ihn. Und wenn ich sie sage, das muss keine sie sein. Es kann ja natürlich auch ein er sein. Jeder hat eine Lilith. In seinem Horoskop kannst du ja mal schauen. Sehr wichtiger Punkt. Das ist so das Feuer, die Leidenschaft, die in einem brennt. Das können Projekte ja auch sein. Oder tiefe Überzeugung. Ja. Und irgendwie geht es darum, und dass das zur eigenen Identität gehört, zur Einzigartigkeit deines Gegenübers. Und jetzt analysiert man halt diese Verbindung, ob man das ausleben kann. Und das kriegst du ein bisschen ab, liebe Jungfrau. Deswegen bist du hier auch vom Haben zurück in, welche Werte sind mir eigentlich wichtig, weil vielleicht hat dein Gegenüber da auch drüber gesprochen. Schau mal mit dem Tarot weiter rein, was das hier noch zu sagen hat, was da so passiert ist oder was da noch hinter steckt. Spiritualität und Glaube, das Auseinanderbrechen, woran hältst du fest, liebe Jungfrau?
Na, jetzt hältst du erstmal ja nicht. Musst ja neu definieren irgendwie. Erwachen. Neue Art des Seins. Vielleicht sagt dir das ja schon was. Das ist mega schwer. Ich weiß das, weil ich das gerade durchmache. Ein guter Tipp ist, falls du schon mal was manifestiert hast und es ist eingetroffen, schreib dir alle auf und lies dir die jeden Tag durch. Und sei abends immer dankbar für das, was du gerade hast. Und wünsch dir wieder was und träum wieder über was, weil dann manifestierst du das wieder. Man muss das wieder ein bisschen schulen, dass das wirklich funktioniert. Ich merke voll oft auch so, wann habe ich das hinterfragt? Das war irgendwie so klar. Also, wir haben für Stier 10 der Kelche. Zweite Haus haben wir 2 der Kelche. Für Merkur haben wir Ritter der Stäbe. Wasser, Wasser, Feuer. Okay, bei deinem Gegenüber haben wir für die Lilith der Eremit. Oh, sorry. Fürs erste Haus. Oh, 5 der Kelche. Und für Jungfrau die Sonne. Ah, immerhin habt ihr unten beide Feuerenergie. Das finde ich schon mal schön. Unterm Deck habt ihr das Gericht. Ja, da geht es um eine Entscheidung zu treffen. Ein Urteil. Ja, bei dir. Liebe Jungfrau. Diese Verbindung war für dich schon hier 10 der Kelche, ne? Würde ich mal. Also, das volle Potenzial, das große Glück. Jetzt darüber nachzudenken, was man nicht mehr hat. Ja, du weißt schon, dass das dein Wert war, diese Verbindung. Also das können die Karten gerade nicht klarer sagen. Lebenssicherung, Wert. Oder es ist eine Partnerschaft. Oder diese Partnerschaft. Und auf Merkur von außen kam jetzt so ein Ritter, oder dir kommt das so vor, dass diese, also Jungfrau-Energie und hier der Planet, dass dein Gegenüber hier so ein Ritter der Stäbe ist. Also Ritter der Stäbe ist sehr leidenschaftlich, sehr feurig, aber kommt und geht halt. Wie er halt Bock hat. So kommt dir dein Gegenüber irgendwie vor. Dein Gegenüber im Gegensatz ist hier mit der Lilith und dem Rückzug lieber alleine mit seinen Leidenschaften. Ziemlich isoliert, würde ich auch sagen. Hat sein hohes Wissen. Ich glaube, dein Gegenüber weiß, was Lilith eigentlich für dein Gegenüber ist. Aber macht jetzt mal hier so einen auf Eremiten. Weil man aber, ich sehe auch hier, irgendwie darüber traurig ist, dass man nicht seine Art ausleben kann. Nicht da reinkommt. 5 der Kelche, da betrauert man ja. Man sieht gar nicht die ganzen anderen, die da eventuell noch sind. Sehr in der Vergangenheit. Ich habe das Gefühl, dein Gegenüber ist so. Entweder denkt dein Gegenüber, wir konnten das doch mal so ausleben. Jetzt geht das jetzt alles weg. Ich habe ja bei deinem Gegenüber in der Jungfrau Energie möchte dein Gegenüber eigentlich sagen, dass es in sein Selbstbewusstsein kommen möchte. Oder in diese schöne, freudige Energie kommen möchte. Vielleicht hat dein Gegenüber auch Jungfrauanteile und ist deswegen da sehr analytisch drin. Weil es geht ja für dein Gegenüber auch um dieses große Erfüllen, Spaß, Freude, das Leben, Leben. Darum geht es deinem Gegenüber. Und deswegen ist dein Gegenüber vielleicht auch, dass man das Ganze analysiert, ob man da in die Sonne, also man kommt da vielleicht rein oder man hat das Gefühl auch schon oder man analysiert das hier halt. Ne? Bei dir schon ein bisschen anders ankommt, rüberkommt, liebe Jungfrau. Ah ja, in der Zukunft haben wir Problemlösung. Erneuerung und Jupiter. Pallas, ein Komet.
Kometen beleuchten immer Themen. Also jetzt die Situation momentan, dir kommt das so vor, als ob dein Gegenüber halt kommt, wenn es ein bisschen Spaß haben möchte. Dein Gegenüber zieht sich zurück mit seiner Leidenschaft und Feuer, weil es irgendwie nicht in der Einzigartigkeit sein kann. Also nicht so, wie es halt ist, dein Gegenüber. Ich sage jetzt deswegen geschlechterneutral. Und analysiert das Ganze und sieht eigentlich da auch das große Potenzial drin mit der Sonne, aber ist da jetzt halt auch vorsichtig drin, ne? Jungfrau, analytisch und schaut sich das Ganze an. Aufmerksam, kritisch und geduldig. Und in der Zukunft haben wir halt Problemlösung. Da überlegt man jetzt Vergangenheit, Gegenwart. Und was kann man jetzt in der Zukunft machen? Und alle kreativen Ideen, Muster von oben, von unten, wer man selber ist, dieses Problem zu lösen. Und ich sehe euch ja auch beide, dass ihr in so eine Erneuerungskraft kommt. Finde ich ganz cool, Wassermann. Der hat ja seine Vision, zukunftsorientiert, Revolution. Vision ist auch Kommunikation. Kann gut mit Leuten zusammenarbeiten, die anders sind als er. Und das finde ich gut, dass sie nicht das 11. Haus ist, weil da ist man noch nicht so bereit. Da hat man seine Eigenart, aber sagt so wie ich. Und hier akzeptiert man, dass der andere anders ist. Man kann ja trotzdem zusammenarbeiten. Weil von außen hier Gestaltungskraft Jupiter. Man möchte was sich aufbauen, ein Imperium schaffen, etwas vergrößern. Und das kommt von außen auf dich zu. Und dich sehe ich hier in so einer Erneuerungskraft, weil man hier auch irgendwas analysiert hat. Es kann natürlich aber auch sein, dass ihr beide hier in dieser Wassermann-Energie seid, weil ich sehe bei euch beiden gar keine Luftzeichen. Ich sehe bei deinem Gegenüber viel Feuer, aber ihr habt eigentlich im Hauptdeck viel Feuer. Ja, und dein Gegenüber natürlich. Ja. Vielleicht wäre das dein Gegenüber auch. Vielleicht auch du, Jungfrau. Du wirst wissen, was du willst. Das kann ich schon mal sagen, lieber Crosswatcher. Deine Jungfrau wird sich auf jeden Fall was einfallen lassen. Guckt sich das Thema an, definitiv mit Pallas. Weisheit, Gerechtigkeit und Mut ist ja auch sehr schön. Das Auseinanderbrechen, woran hält man fest? Energetische Aufwertung, eine neue Art des Seins, liebe Jungfrau. Ja, jetzt schaue ich mal eine Energiekarte, die ihr beide gehen könnt, die so gesund wäre, ein gesunder Weg für euch beide. Also der Gegenüber schon mal auf dem richtigen Weg. Erstmal Rückzug. Rückzug, man hat sein Wissen, vielleicht bildet man sich auch nochmal weiter, überlegt über alles, kommt mal so in die Spiritualität, ist der Eremit ja auch sehr verbunden mit dem Universum. Und eine Energiekarte, in die ihr nicht gehen solltet, jetzt halt, wo das Universum sagt, ja, könnt ihr auch machen, aber bringt euch jetzt halt auch nicht viel. Ass der Schwerter. Ja, damit sehe ich halt, ja, einem ist schon was bewusst. Und da jetzt die ganze Zeit drüber zu sprechen und es auseinanderzunehmen und immer wieder, bringt halt jetzt hier auch nichts. Wartet ein bisschen ab. Auf jeden Fall bis zum Neumond. Da könnt ihr ja eure neuen Ideen säen. Oder bis dahin. Jetzt loslassen. Perfekte Zeit in dieser Mondphase. Kann man auch sagen. So, alle Ängste weg. So einfach geht's nicht, aber transformieren. Vielleicht schöne Rituale dazu machen. Tagebuch schreiben. Ich schreibe mir Sachen immer auf, was mich triggert. Was kann ich verarbeiten? Woher kommt was? Und am Deck habt ihr hier Ritter der Kelche. Eigentlich hat er schon ein gutes Gefühl. Und Gefühle. Ist aber auch ein bisschen unsicher. Weiß noch nicht so genau. Guckt halt in seinen Kelch. Ja, guckt erstmal in eure Kelche, was ihr da so habt. So, liebe Jungfrau, ich hoffe, es war ein Impuls dabei. Wenn ja, freue ich mich natürlich. Und dann freue ich mich auch über ein Like. Und auch über ein Abo. Ich bin jetzt auch auf Telegram oder auf Instagram. Ein bisschen. Ich ziehe jetzt bald um, deswegen gerade schon wieder hier so ein bisschen. Ich bin ordentlich und strukturiert. Das macht manchmal echt nur so den Eindruck. Vielleicht sehen wir uns auch noch in einem anderen Reading. Ansonsten viel Erfolg. Hör auf deine Intuition. Lass dich nicht von Neptun ärgern.
mein Tipp. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. See ya!